Ach, ich freue mich schon auf die Überfahrt. Ja, ich mich auch. Also, Herr Biedermeier, oder darf ich Sie Alfred nennen? Ich weiß nicht. Natürlich, selbstverständlich. Also, sehen Sie, Alfred. Das Wetter ist hervorragend und diese Landschaft. Also, er wird eine tolle Überfahrt werden, glauben Sie mir. Ja, ich freue mich auch schon auf Gehweg. Sollen recht nette Städtchen sein. Ja, aber ich glaube, das sind wir nicht so lange, weil das Schiff fährt schon laut meiner Uhr so um 16 Uhr ab. Also ich denke, wir haben nicht mehr genug Zeit, da etwas... Guten Tag, dürfte ich Ihnen einen Kuchen anbieten. Was haben Sie bitte? Eine Kirschkuchen. Ah, Kirschkuchen ist immer gut. Ja, stellen Sie es hin. Nun, haben Sie denn auch erste Klasse gebucht? Ja, ja, habe ich gemacht. Ja, ich... Das ist eine sehr schöne Kabine, habe ich, glaube ich, gebucht. Glaube ich. Das freut mich. Wurde mir gesagt, dass die Kabine schön ist, aber das Schiff ist eigentlich auch relativ gut, weil es ist sehr schön und gemütlich halt, nicht wie die ganzen anderen Schiffe. Zum Beispiel die deutschen Schiffe, die sind so prächtig, die sind so pompös und die Empress ist einfach so gemütlich. Wir hatten ein eigenes Hauswohnzimmer und ja. Wir sind gleich am Pier, Sir. Legen Sie ruhig noch einen Zahn zu, guter Mann. Wir sind reichlich spät. Wie Sie wünschen. Bitte sehr. Vielen Dank. Ah, da ist sie, die Empress. Sie können Ihr Gepäck da vorne aufgeben. Sie haben mein vollstes Vertrauen, guter Mann. Bitte kümmern Sie sich darum. Guten Tag. Ihr Ticket bitte, Sir. Natürlich, hier. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Vielen Dank. Am besten setze ich mich erst mal ein bisschen ins Café, bis mir jemand meine Kabine zeigt. Ah, endlich in Freiheit. Ja, schon gut, mal wieder zu stehen. Ne? Ja, wir sollten uns auch zu Empress machen. Wo ist sie denn? Ich glaube da hinten. Okay. Also da hinten ist der Ausgang. Ah, da ist ja auch schon die Empress. Die Empress. Damit werde ich wohl nach Europa kommen. Ja, man sieht sie schon von hier aus. Sie ist sehr majestätisch und diese zwei Schornsteine, richtig. Die haben richtig Ausdruck. Wunderschön. Guten Tag, sind Sie Alfred Biedermeier und Percy Melkadam? Ja, das ist richtig. Ja, die sind wir. Dies hiervon ist Ihr Gepäck. Ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank. Dann begeben wir uns langsam. Das ist sehr nett. Langsam weiter hoch. Stopp! Aufpassen! Kaiser Wilhelm Clark meldet sich zum Dienst. Gut. Sie stehen hier auf meiner Liste. Sie dürfen an Bord. Endlich auf der Empress. Wunderbar. Vielleicht sollten wir zuerst ins Café gehen, bis man uns unsere Kabinen zeigt, weil, wie ich hier sehe, sind hier fast keine Stewards. Wahrscheinlich sind die alle beschäftigt. Wir sollten dann vielleicht erstmal im Café warten und unsere Seele baumeln lassen. Und wenn Sie fragen, wo ich weiß, dass es hier ein Café gibt, ich war schon auf dem Schwesterschiff, ob dieses Schiff ist. Ist ja exakt gleich. Deswegen. Los, kommen Sie, Alfred. Und da vorne müsste es sein. Ja, ist sogar beschildert. Sehr gut. Ah, so, das kann sehr schön. Ist das hier unten der Speisesaal, Percy? Ja, es ist der Speisesaal. Da hast du ganz recht. Was ist das hier drüber? Das ist der Music Room. Ah, da wird Musik gespielt. Schöne Räume hier auf dem Schiff. Ja. Lass uns setzen, kommen Sie. Hier ist doch ein schöner Sitzplatz. Darf ich Ihnen was bringen, Gentleman? Ja, bitte. Ich hätte gerne den Schwarztee mit ein wenig Zucker und viel Milch. Gerne. Sie? Und ich möchte gerne einen Eistee mit sehr viel Eis natürlich, macht ja auch Sinn, mit Sahne obendrauf und sehr viel Milch drin verrührt. Okay, 3 Minuten. Entschuldigen Sie, sind Sie Maximilian David Bukater? Ja, in der Tat, das bin ich. Ich bin Burton. Ihr Steward. Ah, dann zeigen Sie mir sicherlich meine Kabine. Ganz genau. Und dann lassen Sie uns losgehen. Ja, folgen Sie mir. So. Hier kommen Sie in Ihren Wohnbereich. Danke, Burton. Ach, und Burton? Ja? Ist mein Gepäck auf dem Weg hierher? Ja, darum habe ich mich gekümmert. Vielen Dank, Burton. Wünschen Sie noch was? Nein, danke, Burton. Okay. Schönen Tag noch. Ihnen auch, Burton. So, das ist der Lese- und Schreibraum. Hey, psst, Carlo. Ja? Was machst du gerade? Ich lese. Cool, ich schreibe. Gehen wir besser mal in einen anderen Raum. Ja, das wäre wohl besser. Mensch, Percy, das ist ja eine Überraschung. Ah, Maximilian, gut, wie geht es dir? Sehr gut, danke. Und wie geht es dir? Auch gut. Darf ich dir einen guten Freund vorstellen? Das ist Alfred Biedermeier. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Angenehm. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Sie sind doch Innenarchitekt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Nein, deutsche Innenarchitekt. Sagen Sie nichts. Sie sind eine absolute Koryphäe auf Ihrem Gebiet. Allerdings. Wir wollten uns jetzt unsere Kabinen suchen gehen, weil wir waren noch nicht in unseren Kabinen und müssen sie halt langsam mal betreten. Vielleicht treffen wir uns da wieder mal an Deck? Natürlich. Man sieht sich irgendwann wieder auf dem Schiff. Ist ja schließlich nicht so groß. Bezieht sich. Schön vorsichtig weiter runter. Ganz langsam. Okay, Mr. Adams, dies ist Ihre Kabine. Danke, Mr. Wank. Ach, sehr gemütlich hier drin. Wie es mir versprochen wurde. Ja, sehr schön. Ihr Gepäck folgt noch. Das ist sehr gut. Okay. Hier, meine sehr schöne Kabine gebucht. Ja, ist sehr schön hier. Okay, Mr. Biedermeier, nun zeige ich Ihnen Ihre Kabine. Ausgezeichnet. So, wir sind fast an Ihrer Kabine angekommen. Hier ist sie schon. So, dies hier ist der Wohnbereich. Ah, vielen Dank. Ja, wollen Sie auch noch Ihren Schlafbereich sehen? Aber natürlich. Dann folgen Sie mir einmal hier durch. So, nun sind wir in Ihrem Schlafbereich angekommen. Ein sehr schöner grüner Boden ist hier drin, das gefällt mir. Das ist doch gut. Wünschen Sie noch etwas? Ja, wenn Sie dann in nächster Zeit mein Gepäck hier vorbeibringen würden. Ja, das würde so in einer Stunde ungefähr kommen. In Ordnung, vielen Dank. Schön. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Captain? Ja. Unsere Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Okay, dann halten Sie sich bereit. In circa einer Viertelstunde legen wir dann ab. Ich gebe es weiter. Liegen ausreichend Gedecke bereit? Ja, es ist schon alles bereit. Wir können jetzt anfangen zu decken. Für heute Abend schon mal. Gut, ich sage Bescheid. Oh, entschuldigen Sie. Ja, bitte? Können Sie mir bitte sagen, wann wir denn auslaufen? In circa einer Viertelstunde, Sir. Ach so, okay. Also, vielen Dank. Bitteschön. Ja, bitte? Hallo, Percy. Hey, Alfred. Mir wurde gesagt, dass das Schiff jeden Moment ausläuft. Wollen Sie mich nicht auf die Promenade begleiten? Das ist eine fabelhafte Idee. Ich komme gerne mit. Wie läuft die Arbeit? Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Ausgezeichnet. Wir können uns hier keine Fehler erlauben. Machen wir weiter. Ja. Sekunde mal, Margie. Ich muss ja noch kurz was erledigen. Entschuldigung, haben Sie noch ein Ticket für die zweite Klasse? Ja, da bräuchte ich aber jetzt erstmal einen Namen von Ihnen. Thomas Springfield. Ja, ich kannte Oma einen Springfield, aber der ist leider schon gestorben. Naja, ich will Ihnen noch keine Angst machen, also viel Spaß auf der Fahrt. Hallo? Ah, Sie müssen Clark sein. Nehmen Sie eine Schaufel und fangen Sie an. Sehr wohl. Wir legen gleich ab. Bitte schließen Sie die Türen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Macht's gut. Leinen los. Halbe Kraft voraus. Nachdem die Empress of Ireland während eines kleinen Zwischenhalts in Rimouski Post an Bord genommen hatte, begann letztendlich ihre finale Reise nach Europa. An Bord hauptsächlich normale Menschen. Bis vielleicht auf Innenarchitekt und Playboy Alfred Biedermeier. Meine Herren, sehen Sie sich diesen Raum hier an. Meiner Meinung nach ist er wunderschön. Natürlich ist er wunderschön, weil es ist die Empress of Ireland. Diese Goldverzierungen sind wirklich fabelhaft und diese erhöhte Decke. Sehr gut. Und noch dieser Kamin, der richtig schön goldig und holzig ist. Einfach perfekt ist. Allerdings, was ich besonders gerne mag, ist der Boden. Der ist wunderbar grün. Ich liebe die Farbe grün. Ich muss gestehen, dass die Titanic der Empress in Sachen Luxus noch um einiges überlegen war. Guten Tag, wünschen Sie vielleicht etwas? Ja, ich hätte gerne eine Rotweinschorle. Sehr gerne. Und ich möchte nichts, danke. Jawohl. Und Sie? Ja, wissen Sie, ich hätte gerne, das muss ich ein bisschen überlegen, ein bisschen Kakao mit ein bisschen Ketchup drin und noch ein bisschen Schlagsahne oben drauf. Danke. Sehr gerne. Sag mal, Alfred, geht's dir eigentlich gut? Sicherlich. Ich schwamm mir nur den Appetit etwas auf. Immerhin gibt es bald das Abendessen. Ah, verstehe. Ja. Das soll sehr lecker sein, habe ich gehört. Allerdings. So, hier haben wir einmal Ihre Rotweinschorle. Und einmal Ihr Kakao mit Ketchup und Schlagsahne. Danke. Auf uns. Auf euch. Hey, Clark. Ja? Kommen Sie mal mit. Okay. Also, Clark. Sie dürfen jetzt eine längere Pause machen. So 2 Stunden. Essen Sie etwas, schnappen Sie frische Luft. Und wir brauchen Sie dann wieder bis zur Schicht um 1:30. Verstanden? Okay. Ich komme dann wieder. Ich gehe dann weiter runter und Sie können Pause machen. Okay. Ja? Hallo Percy. Hallo Max. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich heute Abend beim Essen leider nicht zugegen sein kann. Ich habe einen Geschäftstermin. Ja, das ist schade, aber es wird schon. Oder ein anderes Mal, okay? Sicherlich. Die Reise dauert ja noch lang genug. Ja, man sieht sich. Sehen Sie sich diese Pflanze an. Sie ist wundervoll. Ich liebe sie. Und sie ist grün. Natürlich ist sie wundervoll. Alles an der Empress ist wundervoll. Sie ist die Kaiserin. Und was haben Sie eigentlich heute noch so vor, oder ist mir das die Überfahrt? Ich werde dann später mal zu Bett gehen und mal sehen, was ich morgen mache. Ja, zu Bett gehen ist sehr schön. Wir können aber auch zum Rauchsalon gehen. Ist auch sehr schön, da habe ich gehört. Ja, eine Zigarre würde noch gut tun. Herr Ober? Hallo? Herr Ober! Ich glaube, die mögen uns hier nicht. Guten Tag, was wünschen Sie zur Speise? Haben Sie auch Deutsches? Weißwurst? Sauerkraut? Ja, natürlich. Oder? Dann hätte ich gerne... haben Sie auch Schnitzel? Müssten wir auch da haben, ja. Wunderbar, dann nehme ich das. Jawohl. Und bitte eine Zitrone. Okay. Was wünschen Sie zur Speise? Ich möchte auch gerne ein Schnitzel, aber Wiener Art mit Käse überbacken und dann noch Pommes dazu, aber nicht die Kartoffelpommes, die Sie kennen, sondern die Apfelpommes. Die sind nämlich sehr gut. Bitte mit noch Salz drüber gestreut, dann ist es besser Geschmack. Und noch ein Milchshake, geschüttelt, nicht gerührt. Ich hätte gerne noch zu meinem Schnitzel etwas Kürbiskernsoße, die schmeckt immer sehr gut. Habe ich in Wien einmal gegessen, sie war deliziös. Wir werden nachschauen, ob wir eine haben. Mr. David Bukater. Ich finde es schön, dass wir unser Gespräch auch beim Dinner machen können. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich finde nicht, dass man immer so förmlich sein muss. Die besten Gespräche führt man ja immer noch beim Essen. Nun, Herr Springfield, wie finden Sie denn die 2. Klasse auf diesem Schiff? Ich finde sie ja recht angenehm. Ah ja, das stimmt allerdings. Sie ist wirklich gemütlicher als die auf anderen Schiffen. Eigentlich reise ich auch auf der 1. Klasse, aber naja, ich bin zurzeit ein bisschen auf dem Sparkurs, muss man ein bisschen gucken, wo man bleibt. Ne? Das wird schon wieder. Ich meine, sehen Sie sich um. Dies ist 1. Klasse Standard auf anderen Schiffen. Alfred, sieh diesen Sonnenuntergang an. Wunderschön. Ah, wunderbar. Nach so einem Essen jetzt so ein Sonnenuntergang ist wirklich gut für die Seele. Ja, es tut schon gut, mal wieder frische Luft zu schnappen. Sagen Sie, Alfred, was machen Sie eigentlich, wenn Sie in Deutschland angekommen sind? Als erstes werde ich nach Hamburg reisen, denn dort soll in nächster Zeit mal der Imperator anlegen. Er soll angeblich noch größer sein als die Titanic und er ist wirklich ein großartiges Schiff. Ne? Nein. Wirklich? Ja. Ich plane sogar eine Reise auf ihn zu buchen, weil das ist es wirklich wert. Ja, ich vielleicht auch, weil ich bin ja ein Kenner der Antike und man sollte sich das mal ansehen. Warum habe ich nur so ein mulmiges Gefühl? So, ich bin bereit für die nächste Schicht. Sehr gut, mach dich an die Arbeit. Los! Okay. Es wird allmählich ziemlich nebelig da draußen. Wir sollten vorsichtig fahren. Percy, Sie sind doch Schiffsarchitekt. Ja. Woran arbeiten Sie denn momentan gerade? Also momentan arbeite ich an nichts, aber werde häufiger eingeladen, Schiffe zu begutachten und ja, im Moment ist ja die Aquitania ganz... Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen vielleicht eine Zigarre anbieten? Nein, wir haben noch, danke. Wir haben noch, danke. Ja, auf jeden Fall soll ich die Aquitania begutachten. Und sie ist ja schon auf einigen Fahrten schon gewesen, ich weiß nicht wie vielen, aber wir sollen überprüfen, ob das Schiff richtig funktioniert. Wie Thomas Aquitania. Ja, die Aquitania. Wie Thomas Andrews bei der Titanic damals, nur ich denke nicht, dass die Aquitania sinken wird. Ist denn die Aquitania auch White Star Line oder? Nein, nein, das ist Cunard Line. Ah, Cunard. Meine Güte, schon wieder so spät? Wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Oh, guck dir mal die Suppe hier an. Ich hoffe, die geht draußen in die Geschwindigkeit. Meine Güte, man sieht ja die Hand von den Augen nicht. Geschwindigkeit drosseln! So, Percy, ich werde dann langsam ins Bett gehen. Ich möchte Ihnen noch eine schöne Nacht wünschen. Ja, danke, ich Ihnen auch. Wir sehen uns ja vielleicht morgen. Bis morgen dann. Immer diese Fettfinger auf der Kuppel. Das geht ja gar nicht. Ich beende jetzt meine Schicht. Ja, ja, gute Nacht. Gute Nacht. Captain? Ja? Ich habe ein Schiff an Backbord gesichtet. Ich konnte in der Ferne nur die Positionslichter erkennen. Gehen Sie auf Ausweichkurs. Ziemlich neblig hier. Erstmal kurz halten. Schalten Sie das Nebelhorn ein. Wir müssen auf uns aufmerksam machen. Stoppt die Maschinen. Alle Maschinen, stopp! Moment. Haben wir angehalten? Captain, ich habe Sichtkontakt zu den Positionslichtern verloren. Ja, dann wird es wahrscheinlich passiert haben. Wie Sie meinen. Pach, was ist das denn? Hart Steuerbord, volle Kraft zurück! Captain, Schiff an Backbord! Volle Kraft voraus, hart Steuerbord! Volle Kraft voraus! Mach schneller hier, los! Wir haben nicht mehr viel Zeit, schneller! Schaufel, schneller hier, schneller, los! Schaufel die Kohle rein! Machen Sie sofort alle Rettungsboote klar und setzen Sie einen Notruf ab. Genau deshalb hatte ich so ein mulmiges Gefühl. Verdammt, was war das? Ich muss sofort zum Bootsdeck. Alles schnell weg hier. Was ist denn hier los? Okay. Ich muss nochmal. Wo werden denn jetzt hier Boote vorbereitet? Ah, hier. Hallo Percy, du bist auch da. Ja, sie haben es auch geschafft. Das ist sehr gut. Setzen Sie einen Notruf ab. Wir wurden an Backbord gerammt. Es strömt sehr schnell Wasser ein. Oh mein Gott. Sie denn noch hier? Gehen Sie doch aufs Bootsdeck. Ach, wir werden sowieso alle sterben. Ich bleibe hier. Wenn Sie meinen. Beeilen Sie sich doch mal ein bisschen hier. Ich will hier raus. Beeilen Sie sich. Wir machen doch schon so schnell wir können. Das Schiff sinkt, wenn Sie es noch nicht bemerkt haben. Schneller. Bleiben Sie ruhig. Eigentlich hatte ich gehofft, so etwas nie wiedersehen zu müssen. Die war so schön, sie war das schönste Schiff der Welt und solcher Kraft und der Herrlichkeit. Und es sinkt die einfach. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh Gott. Jetzt reiß dich zusammen, Percy. Nein. Weiter rudern. Haltet euch fest, das Schiff neigt sich immer mehr ab. Komm schon, wir müssen es schaffen. Komm. Ja, sonst zerfrieren wir. Wir schaffen das schon, keine Sorge, hier ist ein Treppenhaus. Los, beeil dich. Vielleicht sind wir da. Schneller. Da ist die Treppe, schnell hoch da. Los. Mach die Tür auf, schnell. Komm hier durch. Na, ich glaube, ich setze mich doch woanders hin. Okay, jetzt aber schnell. Sir, entschuldigen Sie. Wissen Sie, wo es hier Sitzgelegenheiten gibt? Ich möchte mich woanders hinsetzen. Ja, natürlich. Die Treppe hoch und dann links, dann kommen Sie in die Music Room. Da war ich schon, aber ich glaube, ich setze mich dort irgendwo hin. Da gibt es ja mehr als 2 Stühle. Vielen Dank. Ich denke, es ist an der Zeit zu gehen. Diese Sitze sind für, naja, diese Schieflage nicht geeignet. Und das wird relativ unbequem. Ich werde mir Neues suchen. Hilfe! Helft mir hier raus! Schaut! Dort vorne! Zieht ihn rein! Er braucht unsere Hilfe! Vielen Dank. Gern geschehen, mein Sohn. Lassen Sie alle Rettungsboote zu Wasser. Wir müssen Ihnen zu Hilfe kommen. Alles klar, abwehren! Langsamer! Langsamer, Vorsicht! Vorsicht! Die Rettungsboote! Muss runter von diesem Schiff! Die Empress. Ich kann es immer noch nicht fassen, das sitzt immer noch. Und das Licht ist ausgefallen, die armen Menschen da. Oh Gott. Sag mal, was ist eigentlich mit deinem Freund Alfred? Verdammt. Ich habe ihn ganz vergessen. Oh mein Gott. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh Gott, oh Scheiße, ich habe ihn vergessen. Wie kann ich das? Wie konnte ich ihn nur vergessen? Oh Gott. Ob's dem gut geht? Ja, schauen Sie sich das Dilemma doch mal an! Da geht's keinem mehr gut! Von so einem Kahn kommt niemand mehr runter! Stromausfall, keiner sieht mehr was! Tote überall! Da springen die Menschen runter! Was erwarten Sie, ob's denen gut geht? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Na, hören Sie mal! So, hier weiter runterlassen, ein bisschen schneller hier. Schön gleichmäßig. Runterlassen, noch ein bisschen langsamer. Gut so, schön gerade und gleichmäßig. Danke. Weiter so. Oh Gott, das ist kalt. Verdammt. Da eine Treppe. Verdammt. Na, raus hier. Oh mein Gott. Weiter runterlassen. Sehr gut, sehr gut. Noch ein klein bisschen. Das ist sehr gut, sehr gut. Und jetzt Line los. Line kappen, los. Sind keine mehr. Die Empress, die ist auf der Seite. Sie sinkt gleich und ach, sie ist ja schon am Sinken, aber sie ist auf der Seite. Schaut doch, sie ist auf der Seite. Das kann man, das ist doch unmöglich. Na hören Sie mal, wir sehen es doch alle. Halten Sie uns für blind? Wir sind nicht mit der Blindheit geschlagen. Schauen Sie, ich sehe dasselbe wie Sie. Also setzen Sie sich wieder hin und bleiben Sie ruhig. Ich versuche mir das selbst anzusehen. Ende ist nah. Da hinten ist jemand im Wasser. Schnell, wir müssen ihm helfen. Ziehen Sie ihn rauf. Kommen Sie hoch. Ah, der Captain. Rudern Sie sofort zurück. Wir müssen Überlebende aufnehmen. Da, ein Schiff, wir werden gerettet. Na hören Sie mal, das Schiff sehen wir schon seit einer Viertelstunde. Wir sind nur die Letzten, die an Bord gehen. Das steht da schon. Sie sollen endlich aufhören, alles zu kommentieren und zu sagen, was sie denken. Da kommt nichts bei rum. Lassen Sie das. Da wollen wir mal, ne? Was starren Sie denn alle so? Sie haben mein Schiff versenkt. Sagen Sie, hält das Schiff das überhaupt aus? Ich meine, Sie wissen doch ganz genau, was da war. Sehen Sie. Der Bug kann dieser Belastung standhalten. Er ist zwar nur eingeduckt, aber er wird der Belastung wirklich standhalten. Das Schiff wird nicht sinken. Das kann ich Ihnen bestätigen, denn ich habe Schiffsbau studiert und weiß ganz genau, wann ein Schiff sinkt und wann nicht. Tja, tut mir leid, Percy. Ich habe auf dem Schiff nichts von Alfred gesehen. Ja, das ist wahrscheinlich tot. Aber das Leben geht weiter, ne? Für ihn das zwar nicht, aber für uns. Ja. Ah, ein Gott, endlich festen Boden unter den Füßen. Tja, die Frage ist, wie lange noch? Denn nichtsdestotrotz müssen wir ja noch irgendwie nach Europa kommen. Schließlich warten dort ja Geschäfte auf mich, die ich nicht versäumen darf. Ja. Ich schlage deshalb vor, dass wir eine Agentur aufsuchen, die uns eine Passage verschaffen kann. Ja, wäre eine gute Idee. So, hier sind wir richtig. Ja, sieht sehr gut aus. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Wir bräuchten eine Transatlantikpassage nach Europa. Ah, gut. Sie wissen, es finden regelmäßig Transatlantiküberfahrten nach Europa statt. Ich denke, da ist sicherlich was für Sie dabei. Ich gucke gleich mal nach. Vielen Dank. Wie ich sehe, das nächste wäre für Sie die Olympic. Ah, White Star Line. Natürlich steht auch ein Zug für Sie bereit, der Sie nach New York bringen wird. Dort Wenn ich fragen dürfte, welche Klasse wäre das denn? Das können Sie frei wählen. Das ist aber sehr ungewöhnlich, aber nun gut. Da wären wir, Gentlemen. White Star Dock 48. Danke sehr. Danke. Percy, wir sollten uns beeilen. Ja, wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Ah, die Olympic. Sehr schön. Willkommen an Bord der Olympic. Vielen Dank. Percy. Maximilian? Lass uns doch in die Lounge gehen. Ja, ist eine gute Idee. Ich habe ein etwas mulmiges Gefühl. Warum? Wegen der Titanic-Geschichte von vor 2 Jahren. Ach ja, das war's. Ich habe die Katastrophe damals nur knapp überlebt. Und jetzt auf der Schwester zu sein, das ist etwas seltsam. Das tut mir leid. Ich denke, ich sollte versuchen, das Ganze allmählich hinter mir zu lassen. Ja, geht schon. Ah, dieser Boden. Dieser Boden ist gut. Aber jetzt mal ehrlich. Denkt ihr wirklich, wir drehen den Scheiß auf diesem Schiff jetzt weiter? Nein, das war's. Ausschalten. Gute Nacht.